God created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Anfang war Gott. Die Erde war finster und leer. Gott betrachtete die Oberfläche der Welt. Es war an der Zeit, dass etwas geschah. Es werde Licht. Und auf der Erde ward Licht. Ich werde das Licht Tag und die Finsternis Nacht nennen. Und so entstand erst die Dunkelheit und dann das Licht. Und dies war der erste Tag der Welt. Aber Gott hatte gerade erst begonnen. Die nächste Aufgabe war es, den Himmel über der Welt zu erschaffen und ihn mit Wolken zu bedecken. Und dies war der zweite Tag der Welt. Am dritten Tag schied Gott das Wasser vom trockenen Land. Und Gott erschuf all die Dinge auf der Welt. Er schuf Felsen und Berge, Täler, Wüsten und Strände. Er schuf große Inseln und er schuf kleine Inseln. Er schuf Ozeane und Meere, Flüsse und Seen. Aber es ging noch weiter am dritten Tag, denn Gott war noch nicht fertig. Es war an der Zeit, die Pflanzen zu erschaffen. Gott schuf hohe Bäume und kleine Büsche, Ranken, Farne, Blätter und Blumen. Gott gab all den Blumen verschiedene Größen, Farben, Gestalten und Düfte. Und Gott schuf all die Gräser und Pflanzen und Bäume, die Samen und Früchte hervorbringen am dritten Tag. Am vierten Tag erschuf Gott ein strahlendes Licht am Himmel, die Sonne, um den Tag zu erhellen. Und ein silbernes Licht, den Mond, um auch die Nacht zu erleuchten. Und als besonderes Detail gab Gott der Nacht Millionen und Abermillionen von funkelnden Sternen. Am fünften Tag schuf Gott die Wesen, die in dieser wunderbaren Welt leben sollten. Er schuf Vögel. Und mehr Vögel.
und noch mehr Vögel. Und in den Ozeanen und Meeren und Seen und Flüssen schuf Gott Fische. Und die Ozeane waren angefüllt mit allen Arten der erstaunlichsten Wesen. Dies war das Ende des dritten Tages. Aber es gab noch immer viel zu tun für Gott. Am sechsten Tag war es an der Zeit, all die anderen Tiere zu erschaffen. Es gab so viele Tiere zu erschaffen. Große Tiere. Und kleine Tiere. Es gab gepunktete Tiere und gehörnte Tiere. Jedes einzelne von Gottes Tieren war wunderschön. Und an diesem sechsten Tag tat Gott noch etwas anderes sehr Wichtiges. Gott erschuf den ersten Menschen. Und diesen Menschen nannte er Adam. Dann blies Gott den Atem des Lebens in Adam. Wo bin ich? Willkommen in der Welt, Adam. Wer bist du? Ich bin Gott. Sieh dich um. All die Pflanzen der Erde und all ihre Samen und Früchte schenke ich dir. Und all die Tiere, auch über sie gebe ich dir Macht. All dies ist dein. Nutze es, kümmere dich um alles und beschütze es. Sitz! Sitz bitte! Gott betrachtete, was er geschaffen hatte und war glücklich. Und am siebenten Tag ruhte Gott. Ah, es ist sehr gut. Und Gott wollte, dass Adam an dem wunderbarsten Ort leben sollte, den es je geben konnte.
Und so pflanzte Gott einen wunderschönen Garten, in dem Adam leben sollte. Er nannte ihn den Garten Eden. Gott ließ einen großen Fluss durch den Garten fließen. Und der große Fluss teilte sich in vier weitere Flüsse. Adam hatte in dem Garten alle Tiere zur Gesellschaft. Entschuldige. Hey! Adams erste Aufgabe war es, all den Tieren Namen zu geben. Die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, klingt nach reichlich Arbeit. Ich werde so beschäftigt sein wie die Biene hier. Ich muss mein Hirn ergründen und für jedes lebende, atmende Ding den richtigen Namen finden. Oh ja. You with the large brown spots. Eating from treetops, your neck is the biggest part of you. Twisting round so easily, I believe your name will be Stretchy. Now that's pretty catchy. Or perhaps Giraffe will do. The jungle must be long to one so fierce and strong. I shiver and tremble at your growl. So you with the flowing mane, I give you the kingly name, Rory. No, that fits you poorly. Maybe lion is fine for now. Those flippy flappy things, I think I'll call them wings. And creatures they're attached to will be birds. The redbreast will be robin, ostrich that big odd one. Parrot is the clawed one. Who repeats all my words? I'd say your fancy shell protects you very well, although it can slow you down a bit. So you with the scaly skin, I name you and all your kin Pokey. Nah, too hokey. No, your wordle be turtle. Yeah, just right. The swimmers in the sea will mostly fishes be, with whale and snail and lobster one and all. The orange one is goldfish, cod, the ice cold fish. Tadpole has the bold wish of one day being frog. The way you jump around, you hardly touch the ground, and scamper so fast you're just a blur. So you with the cotton tail, you'll be known on every trail as Hopper. No, that's not proper. Oh, I have it, you're rabbit for sure. It's still early in the day, and I'm well on my way to naming every animal I know. Why, there's only half a million more to go. Du hast offensichtlich einen guten Freund. Ich möchte auch einen Freund haben. Es gab sehr viele Tiere zu benennen. Adam wurde sehr müde über der Frage, wie er sie nennen sollte. Und Gott schaute herab auf Adam, der im Garten schlief. Und Adam sah sehr einsam aus. Und Gott entschied, dass Adam jemanden zur Gesellschaft brauchte, jemand, mit dem er leben konnte. Gott beschloss, dass es an der Zeit war, eine weitere Person zu erschaffen, und so schuf Gott die erste Frau.
hallo. Mist. Wo bin ich? Du bist in Gottes Garten, dem Garten Eden. Es ist sehr schön hier, du wirst sehen. Das sind meine Freunde. Das ist ein Affe und das ist ein Hund. Und das ist, ich hab dir noch gar keinen Namen gegeben, oder? Hey, ich schätze, du brauchst auch einen Namen, oder? Wie gefällt dir Eva? Oh, das ist sehr hübsch. Eva, es gefällt mir. Und mir gefällt dieser Ort. Mir auch. Weißt du, Gott hat diesen Garten für mich gemacht. Ich meine für uns, um darin zu leben. Und alles ist sehr hübsch und du kannst alles essen, was du willst. Nicht und ganz. Wer war das? Das war Gott. Oh. Er hat uns erschaffen. Es gibt eine Frucht im Garten, die ihr nicht essen dürft. Tatsächlich? Dies ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ihr könnt alle anderen Früchte des Gartens haben, aber die Früchte dieses Baumes dürft ihr nicht essen. Okay, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nicht essen. Auf gar keinen Fall essen. Richtig. Alles andere in diesem Garten ist okay, aber nicht von diesem Baum. Auf keinen Fall von diesem Baum. Richtig. So lebten Adam und Eva glücklich im Garten Eden. Bis eines Tages. Ich bin so froh und das Leben ist schön, die Früchte, Bäume pflücken zu gehen. La 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 la. Hallöchen. Oh, du hast mich erschreckt. Hallo. Wie nennt man dich? Nun, ich bin eine Schlange. Schön, dich zu treffen. Es ist auch schön, dich zu treffen. Schöner Tag, nicht wahr? Ein sehr schöner Tag. Schöner Baum, nicht wahr? Ein sehr schöner Baum. Schöne Früchte. Ich muss jetzt gehen. Nein, musst du nicht. Wir lernen uns doch gerade erst kennen. Du willst doch meine Gefühle nicht verletzen, oder? Nein. Gut, ich möchte, dass wir sehr gute Freunde werden. Nun, wie schon gesagt, schöne Früchte, nicht wahr? Du kannst sie essen, weißt du? Was essen? Du weißt, wovon ich spreche. Die Früchte dieses Baums. Du kannst sie essen. Oh, die Früchte? Von diesem Baum? Nein, die kann ich nicht essen. Sicher kannst du. Es ist einfach. Sie sind köstlich. Wir dürfen diese Früchte nicht essen. Gott hat es verboten. Gott sagte, wir bekämen große Schwierigkeiten, wenn wir diese Früchte essen. Nein, ihr bekommt keine Schwierigkeiten. Gott will bloß nicht, dass ihr diese Früchte esst, weil ihr schlau werdet, wenn ihr es tut. So wie Gott. Was ist los? Bist du ein Huhn? Ich bin kein Huhn. Also dann, warum versuchst du es nicht einfach? Nur einen winzig kleinen Bissen.
Gott wird es gar nicht merken. Und diese Früchte, kann ich dir sagen, sind unglaublich. Nein, ich kann wirklich nicht. Ich sag's ihm nicht. Versuch sie. Naja, wenn sie mich nicht töten und ich davon schlau werde, vielleicht nur ein ganz kleines Stückchen. Eigentlich nur ein bisschen knabbern, nicht richtig abbeißen, nein. Wie schlimm kann das schon sein? Wow. Ziemlich gut, was? Ich muss Adam davon erzählen. Adam! Adam! Du errätst nie, was gerade passiert ist. Was? Weißt du, die Früchte? Welche Früchte? Du weißt die, die wir nicht essen sollten. Was ist damit? Du hast doch nicht... Hast du? Hab ich. Eva, wie konntest du nur? Adam, sie sind köstlich. Du musst sie auch probieren. Diese Schlange da drüben hat mir alles darüber erzählt. Ich habe nur ein winziges Stück abgebissen. Eva, wir kriegen Probleme, wenn wir diese Früchte essen. Ich habe keine gekriegt, oder? Ich schätze nicht. Nimm nur einen kleinen Bissen. Gott sieht es wahrscheinlich gar nicht. Nun mach schon. Ich weiß nicht. Sie war gut. Aber plötzlich habe ich irgendwie Angst. Ich fühle mich einfach so, ich weiß nicht, irgendwie so nackt. Meine Güte, ich bin ja nackt. Herrje, ich bin ja auch nackt. Puh, das ist besser. Was haben wir uns nur gedacht? Oh oh. Ich glaube, Gott kommt. Wir stecken in Schwierigkeiten. In großen Schwierigkeiten. Ich glaube, jetzt werden wir was erleben. Wir verstecken uns besser. Adam, Eva, was macht ihr da? Wir, verstecken uns. Warum? Wir wollten nicht, dass du uns siehst. Wir haben etwas Schlimmes getan. Wir hatten Angst. Woher wisst ihr von diesen Dingen? Habt ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen? Naja, ja, aber es war ihre Schuld. Sie hat mich dazu überredet. Es war nicht meine Schuld. Die Schlange hat mich dazu überredet. Das ist schlimm. Ihr habt mir nicht gehorcht. Es tut uns leid. Es tut uns wirklich leid. Ich sorge mich nicht. Was kann mir schon passieren? Du Schlange sollst auf den Bauch kriechen und Staub fressen, dein Leben lang. Du wirst die Menschen fürchten und die Menschen werden dich fürchten. Das ist deine Bestrafung für alle Zeit. Und ihr, Adam und Eva, da ich euch vertraut habe und ihr mich missachtet habt, müsst ihr den Garten verlassen. Euer Leben hier war einfach, aber draußen wird es das nicht mehr sein. Ihr werdet hart arbeiten müssen und eure Kinder werden ebenfalls hart arbeiten müssen. Ihr werdet lernen, was es heißt, Leid und Schmerz zu ertragen. Hier habt ihr Gewänder, die euch warm halten werden, nachdem ihr den Garten verlassen habt. Nun geht. Stellte einen Engel mit einem flammenden Schwert vor den Eingang des Gartens, damit Adam und Eva niemals zurückkehren konnten. Aber obgleich Adam und Eva ihn missachtet hatten und obgleich sie den Garten hatten verlassen müssen, liebte Gott sie noch immer. Es tut mir leid, Eva. Mir tut es auch leid, Adam. Ich glaube, jetzt sind wir ganz allein. Nicht wirklich allein. Und so begann Adam und Evas neues Leben außerhalb des Gartens. Von dieser Zeit an war ihr Leben geprägt von Freude und Trauer, guten und bösen Dingen,
Aber obgleich sie niemals in den Garten zurückkehren durften, ließ Gott Adam und Eva nicht im Stich. Gott wachte immer über sie, wo immer sie hingingen, für alle Zeit. Vor langer, langer Zeit gab es viele, viele Menschen auf der Erde. Und alle taten, wozu auch immer sie Lust hatten, ohne Liebe und Rücksichtnahme auf die anderen. Sie interessierten sich nur für sich selbst und kümmerten sich nicht um die anderen. Was soll denn das? Das ist... Habt ihr noch nicht Gott war getan? Traurig, weil die Menschen seine Lehren vergessen hatten. Jedermann auf der Welt, außer Noah und seiner Familie. Noah und seine Familie arbeiteten sehr hart und sie behielten die Lehren Gottes in ihren Herzen. Also schön, das reicht für heute. Ihr Jungen könnt das morgen fertig machen. Aber Vater, wir hatten ihn schon fast. Nur noch ein paar Minuten. Gott weiß, wie hart du arbeitest, Jabet, mein Junge. Und ich weiß es auch. Aber Gott will auch, dass wir bei Kräften bleiben, damit wir noch seine Arbeit tun können. Du hast wieder recht, Vater. Du musst der weiseste Mann auf der Welt sein. Ich? Oh nein. Vielleicht bin ich der glücklichste Mann der Welt, aber der weiseste, das glaube ich nicht. Aber genug geredet. Wir beeilen uns besser. Ich glaube, eure Mutter macht heute Abend ihren Eintopf. Wir wollen doch nicht, dass er kalt wird. Noah und seine Familie führten ein hartes Leben. Aber sie liebten einander sehr und sie hatten immer genug zu essen. Und Noah vergaß niemals, Gott dafür zu danken. Und Dank sei dir, Gott, für alles, was du mir und meiner Familie geschenkt hast. Danke für die Kraft, damit wir hart arbeiten können, und für die Felder, die wir bepflanzen können, und für das Essen auf unserem Tisch. Amen. Amen. Was ist das? Es klingt, als hätten wir Besuch. Oh, ihr müsst hungrig sein. Liebes, bring mir bitte ein Stück Fleisch und einen Knochen vom Eintopf. Ich glaube, unsere Freunde brauchen etwas zu essen. Alle Wesen Gottes sind wichtig. Hier habt ihr, genießt es. Nichts geht über ein gutes Abendessen, stimmt's? Du bist ein guter Mann, Noah. Mehr? Eines Nachts nach dem Essen gaben alle Noah einen Gute-Nacht-Kuss und gingen zu Bett. Aber Noah ging nicht zu seiner üblichen Zeit schlafen. Er hatte ein seltsames Gefühl. Du siehst müde aus, Liebes. Warum gehst du nicht ins Bett? Kommst du auch? Bald. Ich bin nicht müde. Ich glaube, ich gehe einen Moment hinaus, die Sterne betrachten. Noah ging hinaus, um etwas frische Luft zu schnappen. Er hatte ein Gefühl, das er einfach nicht beschreiben konnte. Er wusste nicht, dass Gott ihn nach draußen geführt hatte. Oh, was ist das? Noah? Gott, bist du es? Ja, Noah, ich bin es. Bitte höre die wichtigen Dinge, die ich dir sagen muss. Noah, die Menschen lieben einander nicht so, wie sie es sollten. Also habe ich beschlossen, die Erde mit einer Flut reinzuwaschen und neu zu beginnen. Das sind schreckliche Nachrichten. Hab keine Angst, Noah. Ich sage es dir, denn du bist der einzige Mann, der mich noch im Herzen trägt. Ich habe dich und deine Familie auserwählt, mir beim Neubeginn zu helfen. Hör gut zu. Ich will, dass du ein Boot baust, eine Arche.
Es gibt so viel zu tun. Ich muss meine Jungen holen, damit sie mir helfen. Wacht auf! Ich brauche eure Hilfe bei einer großen Aufgabe. Ja, ich meine es ernst. Eine Arche, eine große, große Arche. Ist schon gut. Lacht ruhig weiter. Ihr werdet schon sehen. Dieses Feld sollte groß genug sein. Baue sie aus frischem, feuchtem Holz. Sie soll 450 Fuß lang, 75 Fuß breit und 45 Fuß hoch sein. Versiegele die Planken mit Teer. Und innen baue ein Oberdeck, ein mittleres und ein unteres Deck. Hallo, Vater! Hallo. Baue Öffnungen um die ganze Arche herum, gleich unter dem Oberdeck. Und dann mach eine Tür in die Seite groß genug, dass das größte Tier der Erde hindurchgehen kann. Und dann bring zwei Tiere jeder Art auf die Arche und gib ihnen einen sicheren Platz. Noah und seine Familie arbeiteten sehr hart. Vater, wir sind fertig! Ja! Ja, bravo! Wir haben es gut gemacht, meine Söhne. Oh. Oh. Wo ist dieser alte Mann, der behauptet, eine Flut würde kommen? Zeigt mir diesen Narren. Mein Vater ist kein Narr. Nur ein Narr baut ein großes albernes Boot in der Mitte eines Felds. Na, dann schauen wir mal.
Du bist wirklich ein verrückter Mann. Wie jeder, der so etwas tun würde. Du tätest besser daran zu hören, was ich sage. Gott sagte mir, dass eine schreckliche Flut kommen wird. Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. Vater? Es ist richtig, Sie zu warnen, Shane. Uns wovor warnen? Vor der Flut, die niemals kommt? Kommt, wir verschwinden hier. Lassen wir den verrückten alten Mann alleine. Nun denn, danke für die Hilfe. Ich schätze, wir sind Freunde geworden, was? Und es sieht aus, als hätten wir unsere ersten Passagiere. Ach, wenn ich nur herausfinden könnte, wie wir all die anderen Tiere finden sollen. Seid jetzt still, ihr beiden. Seht ihr nicht, dass er versucht, nachzudenken? Vater, schau! Es ist ein Wunder! Es war wirklich ein Wunder. Gott hatte etwas Wundervolles getan. Er hatte zwei Tiere jeder Art zur Arche geführt. Und sie verhielten sich alle friedlich. Sogar die Löwen legten sich still zu den Lämmern. Tiger? Wilde Ochsen? Zebras? Oh. Gott wird uns alle beschützen. Nun, das war's dann. Alle sind da. Was machen wir jetzt, Vater? Wir warten auf den Regen. Es sieht so aus, als müssten wir nicht lange warten, Vater. Schau! Plötzlich zogen sich die Wolken zusammen und ein kalter Wind kam auf. Zeit ist gekommen, deine Familie und die Tiere auf die Arche zu bringen. Es wird bald anfangen zu regnen. Gehen wir! Alle an Bord? Alles klar hier unten. Fertig! Ich schließe die Tür! Hab keine Angst, meine Liebe. Gott wird uns alle beschützen. Der Regen bedeckte die gesamte Erde. Selbst die höchsten Berge verschwanden unter den Wassermassen. Abgesehen von den Tieren und Menschen auf der Arche, war nichts mehr übrig geblieben. Während ihrer langen Reise kamen Noah und seine Familie den Tieren sehr nahe.
Sie alle waren gute Freunde. Groundhogs hide and monkeys climb and long-eared rabbits run. With this bunch I have a hunch we'll have fantastic fun. Hyenas laugh at the tall giraffes, skinny legs and neck. Wild toads amuse the kangaroos with leapfrog up on deck. Noah and his floating zoo sail the ocean two by two, from the elephants to the tiny ants. We all are friends on the floating zoo. Night owls hoot and cattle moo and dogs bark right along, while chimpanzees sing quite off key. Zeit über hielt Noah Ausschau, wann der Regen aufhören würde, aber es regnete immer weiter. Es regnete und regnete, als wollte es niemals wieder aufhören. Es regnete einen Monat lang, dann noch eine Woche. Dann endlich, nach 40 Tagen und 40 Nächten, hörte der Regen auf. Noah war so aufgeregt, dass er die ganze Familie zusammenrief. Ich habe euch hierher gerufen, weil ich eine Überraschung für euch habe. Der Regen hat aufgehört. Was? Das ist wunderbar. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Wann können wir hinaus? Nun, ich denke, wenn alles gut geht, wird der Boden vermutlich ungefähr in weiteren 6 Monaten wieder zu sehen sein. Alle waren enttäuscht über diese Nachricht. Denn obgleich sie sich alle sehr liebten, waren sie es müde geworden, auf der Arche zu sein. Doch sie warteten geduldig. Viele Monate vergingen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Alles wie immer. Oh. Nichts als Meer. Wir werden dieses Boot niemals verlassen können. Wie sollen wir überhaupt erfahren, ob es trockenes Land gibt? Wie sollen wir jemals erfahren, ob wir in der Nähe von Land sind? Es ist hoffnungslos. Was für ein Gespräch ist das denn? Seid ihr die gleichen Männer, die mir geholfen haben, Gottes Arche zu bauen? Hat er uns nicht all die Zeit beschützt? Natürlich. Vater hat recht.
Aber wie können wir denn herausfinden, ob es trockenes Land gibt? Das brachte Noah zum Nachdenken. Und schließlich hatte er eine Idee. Er ging und holte einen der Raben und brachte ihn zu einer Öffnung in der Arche. Dann ließ er ihn fliegen. Er dachte, wenn der Rabe Land finden würde, brächte er vielleicht etwas mit zurück. Aber als der Rabe zurückkehrte, trug er nichts bei sich. So beschloss Noah, eine Taube fliegen zu lassen. Viel Glück! Aber auch die Taube kehrt ohne Mitbringsel zurück. Noah wusste, dass Gott sie nicht im Stich lassen würde. Er wartete noch eine Weile und dann schickte er die Taube von neuem los. Trug sie einen Olivenzweig. Vater, das sind wunderbare Neuigkeiten. Wir müssen sehr nah an trockenem Land sein. Ja, Sohn, wenn wir an Gott glauben, wird er uns alle retten. Und auch du hast uns beschützt. Und bald darauf landete die Arche auf dem Gipfel eines hohen Berges. Als es sicher war, hinauszugehen, sprach Gott erneut zu Noah. Noah, du und deine Familie und all die Tiere könnt nun herauskommen. Die Erde ist trocken. Geht hinaus in die Welt und habt viele Kinder und erzählt ihnen von mir. Und damit ihr sicher sein könnt, dass ich niemals wieder eine Flut über die Welt kommen lasse, werde ich nach jedem Regen ein Geschenk am Himmel hinterlassen. Etwas, das euch an mein Versprechen erinnern wird. Und so dankten Noah und seine Familie Gott für alles, was er für sie getan hatte. Und Noahs Söhne bekamen viele, viele gute und starke Kinder, die Gott sehr liebten. Es war einmal ein Mann namens Jakob. Der lebte im Lande Kanaan gemeinsam mit seinen 12 Söhnen. Der älteste war Ruben. Dann kam Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Gad, Asher, Dan und Naphtali. Und schließlich Benjamin und Josef. Sie waren die Kinder von Jakobs zweiter Frau, Rachel. Da sie die Jüngsten waren, blieben die beiden zu Hause, während ihre Brüder auf der Weide arbeiteten. Jakob liebte alle seine Söhne, aber Josef war sein Liebling. Vater, wann kann ich mit meinen Brüdern die Schafe hüten? Ich träumte, es wäre nun bald soweit. Josef, du und deine Träume. Du kannst morgen mitgehen. Und um das große Ereignis zu feiern, habe ich eine Überraschung für dich. Nun, da er alt genug ist, wird Josef seine Brüder auf die Felder begleiten. Hey, oh ja! Und das hier wird dich warm halten. Oh, Vater, er ist so schön. Schaut euch den Stoff an und die Farben.
Vater hätte dir einen solchen Mantel geben sollen, Ruben. Du bist der Älteste. Ah, davon kann ich träumen. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf sein Geschenk. Es erinnerte sie daran, dass ihr Vater Josef am meisten liebte. Aber der schöne Mantel war nicht das Einzige, was sie böse auf ihn werden ließ. Judah, Ascher, Simeon, vorletzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Wir waren alle auf dem Feld und haben Weizengarben gebunden. Und mein Bündel stand aufrecht, während eure sich um meines sammelten und sich verneigten. Sich verneigten? Vor dir? Hä? Vater mag dich verehren, aber wir nicht. Hey, es war nur ein Traum, Simeon. Ich gehe ins Bett. Wisst ihr, letzte Nacht träumte ich, ich wäre ein Stern am Himmel. Gemeinsam mit 11 anderen Sternen. Die Sonne und der Mond waren auch da. Und sie alle verneigten sich vor mir. Elf Sterne? Du meinst 11 Brüder. Und wir sollen uns vor dir verneigen? Für wen hältst du dich? Einen König? Ach. Wenn wir die Sterne waren, wer waren Sonne und Mond? Seine Mutter und ich. Josef, du sollst nicht denken, dass deine Familie dich verehren soll. Vater, es war doch nur ein Traum. Geh schlafen. Du und deine Brüder müssen morgen sehr früh los. Wenn du verschläfst, werden sie nicht auf dich warten. Da hat Vater allerdings recht. Ach, und ich will bitte nichts mehr über Träume hören. Am nächsten Tag war Josef spät dran. Hallo! Oh, der Träumer hat uns gefunden. Macht euch bereit zur Verbeugung, Brüder. Seht nur, er stolziert wie ein Pfau herum mit seinem neuen Mantel. Manchmal wünschte ich, wir könnten ihn loswerden. Nein, tust du nicht. Tu ich doch, wenn er nur noch einen Traum erwähnt. Simeon, er ist unser Bruder. Wir könnten ihm nichts tun. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Was hattet ihr vor? Mich abhängen? Josef begann seinen Brüdern zu erzählen, wie schlau er gewesen war, sie zu finden. Aber sie hörten nicht zu. Sie hatten andere Pläne. Hey, Vorsicht mit dem Mantel! Ruben, Judah, nein! Er bleibt da unten, bis wir wissen, was wir als nächstes tun. Ruben plante, Josef zu befreien, wenn niemand es sehen würde, und ihn schleunigst nach Hause zu schicken. Oh nein! Oh!
Ruben und Naphtali trieben die Herde wieder zusammen, während die anderen zu Mittag aßen. Während sie aßen, tauchte eine Karawane auf. Wäre es nicht lustig, wenn wir Josef an diese Kaufleute verkaufen würden? Warum nicht? Wir wären diese Plage endlich los und hätten auch noch Geld vom Verkauf. Alle stimmten dem schrecklichen Plan zu und Josef wurde für 20 Silberstücke verkauft. Brüder, warum tut ihr das nur? Gott, was auch immer passieren mag, ich vertraue immer noch auf dich. Ihr habt was mit Josef gemacht? Beruhig dich, Ruben. Ich beruhige mich dann, wenn ihr wisst, was wir Vater sagen sollen. Das wissen wir bereits. Wir haben Josefs Mantel zerrissen. Wir müssen nur noch eine Geschichte darum winden. Wir haben überall nach ihm gesucht, aber nur noch seinen Mantel gefunden. Oh, Josef, was ist nur mit dir geschehen? Mein Sohn. Die Brüder logen und Jakob glaubte ihnen. Josef wurde nach Ägypten gebracht und eines Verbrechens beschuldigt. Er hatte nichts falsch gemacht, aber er wurde trotzdem in des Pharaos Verlies gesperrt. Doch sogar im Verlies vertraute Josef auf Gott. Gott? Ich habe nichts Schlimmes getan, aber aus irgendeinem Grund bin ich trotzdem hier. In meinem Herzen weiß ich, dass all dies Teil deines Plans ist. Josef hatte recht und Teil von Gottes Plan war es, ihn mit einem besonderen Geschenk zu segnen, der Fähigkeit, die Träume anderer zu verstehen. Oh, was für eine scheußliche Nacht. Wüsste ich nur, was mein Traum bedeutet. Ha! Mein Traum war 4-mal so verwirrend wie deiner. Ich kann euch sagen, was sie bedeuten. Du verstehst meine Träume? Ha! Nicht ich. Nur Gott kann sie erklären. Ich glaube dir. Erzähl mir von meinem Traum. Ich war des Pharaos Becherträger, bis ich in Ungnade fiel. In meinem Traum sah ich einen Weinstock. An dem Stock waren 3 Weinreben. Ich presste sie in des Pharaos Becher und gab dem Pharao den Becher in die Hand. Die 3 Reben bedeuten, dass der Pharao dich in 3 Tagen freilassen wird. Und du wirst wieder sein Becherträger sein. Ich danke dir, Josef. Nein, danke Gott, mein Freund. Wenn du frei bist, erzähl bitte dem Pharao von mir. Sag ihm, dass ich nicht an diesem schlimmen Ort sein sollte. Ich versprech's. Genug von dir, ich bin dran. In meinem Traum hatte ich einen Korb auf dem Kopf. In dem Korb waren Backwaren für den Pharao. Plötzlich kamen 3 Vögel und fraßen den Korb völlig leer. Was hat das zu bedeuten? In 3 Tagen wirst auch du dieses Gefängnis verlassen. Ich wusste es. Ich bin zu wichtig, um länger hier zu bleiben. Warte, es geht noch weiter. Alles, was du besitzt, wird dir genommen werden. Du wirst der strengsten Bestrafung des Pharaos zugeführt. Es tut mir leid. Alles, was Josef gesagt hatte, bewahrheitete sich. Aber der Becherträger vergaß, dem Pharao von ihm zu erzählen. Und er blieb 2 lange Jahre im Gefängnis. Bis eines Tages. Oh, was für ein seltsamer Traum! Der Pharao rief die weisesten Männer seines Königreiches zu sich. Vielleicht würden sie seinen Traum verstehen.
Aber keiner von ihnen hatte eine Antwort. Dann erinnerte sich der Becherträger seines Versprechens an Josef. O Pharao, es gibt einen weisen Mann in eurem Verlies, der vielleicht euren Traum erklären kann. Josef, ich träumte, ich stünde am Ufer des Nils, als 7 fette Kühe aus dem Wasser kamen. Und dann kamen 7 magere Kühe aus dem Fluss. Und plötzlich fraßen die mageren Kühe die Fetten auf. Was soll das bedeuten? Mein Gott sagt dir, was er geplant hat. Die 7 fetten Kühe bedeuten, dass es 7 fruchtbare Jahre mit reichlich Nahrung für alle geben wird. Aber die 7 mageren Kühe bedeuten, dass danach 7 Jahre lang keine Früchte wachsen werden und dein Volk keine Nahrung haben wird. Das ist ja schrecklich, fürchterlich. Nein, Pharao. Gott schickt euch diese Nachricht, damit ihr euch vorbereiten könnt. Baut Lager, um Nahrungsmittel aufzubewahren, die in den 7 Jahren des Überflusses wachsen. Dein Volk wird reichlich zu essen haben. Es ist wahr. Du bist von Gottes Geist erfüllt. Das ist der weiseste Mann meines Königreichs. Wir werden Lager bauen und Nahrung aufbewahren. Und es gibt nur einen Mann, dem ich ein so wichtiges Unterfangen anvertrauen kann. Diesen Mann, Josef. Josef ging gleich an die Arbeit. Und bald quollen die Lager über vor Getreide und standen voller Vieh. Aber Josefs größte Errungenschaft war, dass das Volk ihn liebte. Gott hatte Josef geholfen, diese wunderbaren Dinge zu tun, und Josef vergaß nie, ihm zu danken. 7 Jahre später kam die schreckliche Dürre, vor der Josef gewarnt hatte. Kein Vieh konnte gedeihen, nicht einmal in Josefs altem Zuhause in Kanaan. Wir haben keine Nahrung, Vater. Ein weiser Führer in Ägypten hat Nahrung für 7 Jahre eingelagert. Er verkauft es an jeden, der es braucht. Dann gehen wir ihn treffen und sein Getreide kaufen. Benjamin nicht. Ich will, dass er sicher bei mir bleibt. Josef erkannte seine Brüder wieder. Seid gesegnet, großer Herr. Aber sie erkannten ihn nicht. So gab er vor, ein Fremder zu sein. Woher kommt ihr? Aus Kanaan, großer Herr, auf der Suche nach Nahrung für unsere Familie. Ihr seid Spione! Nein, wir sind Brüder einer 12-köpfigen Familie. Bitte glaubt uns. Lügner, ihr seid zusammen nur 10. Ein Bruder wurde getötet und Benjamin, der Jüngste, ist zu Hause geblieben. Ich werde euch Getreide verkaufen. Aber um eure Ehrlichkeit und Unschuld zu beweisen, bringt das nächste Mal diesen jüngeren Bruder mit. Ich werde einen von euch hier behalten, bis ihr zurück seid. Oh nein! Das kann ich bitte nicht! Versprecht ihr es? Wir versprechen es. Gott bestraft uns dafür, dass wir Josef in die Sklaverei verkauft haben. Er flehte uns an und wir haben ihn verraten. Ich habe keine Zeit mehr für euch. Nehmt euer Getreide und geht. Thank you.
denkt an euer Versprechen. Vater, wir hatten keine Wahl. Oh, Simeon, mein Sohn, ein Gefangener in Ägypten. Aber Sie, Vater, wir haben das Getreide. Hey, mein Geld ist hier in dem Sack. Nun wird uns der Pharao auch noch als Diebe beschuldigen. Jakob wollte keinen weiteren Sohn an Ägypten verlieren. Also versuchte die Familie, ihre Nahrung einzuteilen. Aber bald war alles verbraucht. Wir gehen nach Ägypten. Und Benjamin muss mitkommen. Nein, er wird im Verlies enden wie Simeon. Wir haben es versprochen, Vater. Wenn Benjamin nicht mitkommt, bleibt Simeon im Gefängnis. Und der ägyptische Führer verkauft uns kein Getreide. Benjamin wird unversehrt zurückkehren. Ich verspreche es. Wenn er nicht zurückkommt, Judah, werde ich vor Trauer sterben. Geht es eurem Vater gut? Ja, Sir. Gut. Gott hat dich gesegnet. Und ihr habt Wort gehalten. Also tue ich das Gleiche. Dann gingen die Brüder wieder. Aber Josef hatte seinem Diener gesagt, er solle heimlich seinen Silberbecher in einem der Säcke platzieren. Halt! Warum vergeltet ihr Gutes mit Bösem? Einer von euch hat meinen Silberbecher gestohlen. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe es nicht. Für dieses Verbrechen wirst du als mein Sklave hier in Ägypten bleiben. Nein, als Sklave? Das kann das sein. Was geht dir vor? Bitte, wenn Benjamin nicht mit uns zurückkehrt, wird unser Vater vor Kummer sterben. Er bleibt. Oh nein! Nein! Nehmt mich an seiner Stelle! Nein, nehmt mich! Bitte, großer Herr! Als ihr mich so hintergangen habt, dachtet ihr, es sei etwas Böses. Aber letzten Endes hat Gott es in etwas Gutes verwandelt. Ich kam nach Ägypten und half eine Nation vor dem Hungertod zu retten. Ich bin es, Benjamin. Josef! It's true, I'm Joseph. Oh, can't you tell it's me? Look closer and you'll see the eyes of your lost brother. I am so glad to have my family gathered here. It's so good to know you're near again. It's really me, even I can hardly believe you are standing. God's plan for me to be just who I am. It's true, you see, it's really me. What's done is over. Oh, brothers, dry your tears. It was God who sent me here. Used for good. Who'd have thought he would choose me?
Holt eure Familien und unseren Vater und kommt zu mir nach Ägypten. Josef, Gott sei gepriesen, du bist gesund und munter. Josef und seine Familie trennten sich niemals wieder. Und Gott, der ihnen geholfen hatte, die Hungersnot zu überstehen, ließ eine große Nation aus seiner Familie hervorgehen. So lernte Josef, selbst wenn schlimme Dinge geschehen, Gott kann sie in etwas Gutes verwandeln. Vor vielen Jahren lebte in einem Land namens Ägypten ein sehr böser König. Ägyptische Könige nannte man Pharaonen. Schneller, besser, mehr! Der Pharao ließ das gesamte Volk von Israel, das in Ägypten lebte, als Sklaven arbeiten. Sie mussten die Gebäude erbauen und viele schwere Arbeiten verrichten. Sie hatten keine Zeit zu ruhen und nur sehr wenig zu essen. Sie waren nicht frei und sie waren sehr unglücklich. Aber die schlimmste Sache war, als der Pharao eines Tages beschloss, alle erstgeborenen Söhne der Israeliten zu töten. Oh nein, mein Baby bekommen sie nicht. Ich finde einen Weg, ihn zu retten. Jochebed, die Mutter von Moses, beschloss, ihren Sohn den Fluss hinabschwinden zu lassen. Psch, hab keine Angst. Der Pharao wird dir nichts tun. Deine Schwester Miriam wird bald hier sein und sich um dich kümmern. Was ist das? Ein Baby. Oh, dieses arme Baby braucht ein Zuhause. Ich werde es zum Palast bringen und dort für es sorgen. Verzeiht mir, Prinzessin. Falls ihr eine Amme für das Baby braucht, ich kenne eine, die in der Nähe lebt. Ihr Name ist Jochebed. Vielen Dank. Bring sie zum Palast. Sie nannten das Baby Moses. Und er wurde im Palast des Pharaos als Ägypter aufgezogen. Aber Jochebed war in seiner Nähe, um ihn zu lehren, was richtig und was falsch war. Moses, es ist Zeit für deinen Unterricht. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sicher habe ich das. Als ich heute Morgen draußen war, habe ich einen Sklavenaufseher gesehen, der einen Israeliten schlug. Das war falsch, Moses. Alle Menschen sollten mit Respekt behandelt werden. Und Jochebed lehrte ihn, dass die Israeliten in Ägypten unglücklich waren, weil sie nicht frei sein konnten. Viele Jahre später, als Moses zu einem starken, jungen Mann herangewachsen war, kam er hinzu, als einige Ägypter die Israeliten schlecht behandelten. Du bist faul! Steh auf und geh sofort zurück an die Arbeit, oder ich! Lass ihn in Ruhe! Du sollst niemanden so behandeln! Er verdient es! Er gibt vor, müde und hungrig zu sein, weil er zu faul zum Arbeiten ist! Ich werde ihn lehren, so etwas! Lass ihn in Ruhe! Es war sehr ungewöhnlich, einem Israeliten auf diese Weise zu helfen.
Alle erzählten einander, was geschehen war. Moses war sicher, das Richtige getan zu haben. Aber er wusste, dass der Pharao sehr wütend sein würde. Und so verließ Moses heimlich Ägypten, in dem Wissen, dass er eigentlich ein Israelit war. Er wollte in einem anderen Land sein, wo er nicht mit ansehen musste, wie schlimm sein Volk behandelt wurde. Nach einer 40-tägigen Wanderung gelangte Moses in das Land Midian. In Midian heiratete Moses und gründete eine Familie. Er lebte so lange in Midian, dass er Ägypten beinahe vergessen hatte, genau wie die armen Israeliten. Bis zu einem Tag, an dem Moses eine Schafherde hütete, oben in den Bergen. Dort geschah es, dass er ein erstaunliches Zeichen sah. Komm her, kleiner Kerl. Ich krieg dich. Jetzt hab ich dich. Moses, komm näher. Wer ist da? Gott. Die Israeliten in Ägypten sind unglücklich, weil sie nicht frei sind. Geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Warum hast du mich auserwählt? Hab keine Angst. Ich werde bei dir sein. Aber werden sie mir glauben? Ich werde dir Zeichen geben, um dem Volk zu zeigen, dass ich dir beistehe. Wirf deinen Stab zu Boden. Nun nimm ihn am anderen Ende wieder auf. Vertrau mir, das Volk wird dir glauben. Jetzt geh. Und so ging Moses zurück nach Ägypten, um zu tun, was Gott gesagt hatte. Bist du Moses? Ich habe von dir gehört. Warum bist du wiedergekommen nach all diesen Jahren? Ich bin hier, weil Gott mich geschickt hat. Er will, dass ihr das Volk von Israel freilasst. Oh, will er das, ja? Zu schade für ihn. Wer ist dieser Gott überhaupt? Ich habe nie von ihm gehört. Ihr etwa? Nein, Sir, eure wunderbarste königliche Hoheit. Na also. Dein Gott kann gar nicht existieren, richtig? Ja, Sir, euer wunderbarste königliche Hoheit. Genau. Du da, komm her. Wir sind zu freundlich zu den Israeliten. Nach all dem haben sie noch immer einen starken Gott auf ihrer Seite. Sag meinen Sklaventreibern, sie sollen ihnen kein Stroh mehr für ihre Hütten geben. Von nun an sollen sie ihr Stroh selbst suchen. Ja, eure wunderbarste Königliche. Ich sagte, geh! Ha! Versuch nicht, mir zu sagen, was ich tun soll. Ich bin der Pharao. Es ist Zeit für euer Bad, eure königliche Hoheit. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Und so kam Moses wieder. Gott will, dass ihr die Israeliten ziehen lasst. Hatten wir das Thema nicht bereits? Es braucht ein Wunder, bevor ich mir nur ein weiteres Wort von dir anhöre. Seht die Macht Gottes, des einzigen wahren Gottes. Oh! Ruhe! Nichts als alberne Tricks. Abgesehen davon, sieh mal hier.
Überlegst dir gut, bevor du wieder versuchst, mich reinzulegen. Ich versuche nicht, euch hereinzulegen. Ich warne euch. Gott kann viele Wunder bewirken. Ha! Das beweist gar nichts. Geh mir aus den Augen. Ich komme wieder. Und am nächsten Morgen kehrte Moses zurück. Pharao, lasst die Israeliten ziehen. Wenn ihr euch weigert, wird Gott Ägypten mit Plagen überziehen. Die Plagen werden viele schlimme Dinge bewirken. Nein! Dann seht die Macht Gottes selbst. Das ist Blut! Nur ein neuer magischer Trick. Verschwinde. Du? Schon wieder? Was willst du jetzt? Lasst mein Volk ziehen. Wenn nicht, wird Gott Frösche über das Land herfallen lassen. Frösche werden eure Nahrung essen und in eurem Bett schlafen. Frösche? Ich liebe Frösche. Mensch, als ich ein kleiner Junge war... Ach, das ist jetzt nicht wichtig. Wen kümmern ein paar Frösche? Verschwinde von hier. Sucht Moses und bringt ihn zu mir. Sofort! Du, vertreib diese Frösche! Versprecht ihr, die Israeliten freizulassen? Ja, ja, lass einfach diese ekligen Dinger verschwinden. Gott ließ die Frösche verschwinden, aber der Pharao brach sein Versprechen. Er ließ das Volk von Israel nicht frei. So ließ Gott mehr Plagen über Ägypten kommen. Gott ließ Mengen und Mengen von Fliegen über Ägypten herfallen. Die Fliegen waren überall. Werdet ihr mein Volk nun ziehen lassen? Kein Winkel war von Fliegen verschont. Aber der Pharao wollte die Israeliten noch immer nicht freilassen. So wurden seine Tiere sehr krank. Und dann bekamen die Ägypter Beulen auf der Haut. Und furchtbarer Hagel fiel vom Himmel. Und dann kamen die Heuschrecken. Und fraßen all ihre Kleider. Als nächstes verdunkelte sich das Land für volle 3 Tage. Jedes Mal, wenn Ägypten von einer Plage heimgesucht wurde, versprach der Pharao, die Israeliten freizulassen. Aber jedes Mal änderte er seine Meinung und brach sein Versprechen. Werdet ihr mein Volk ziehen lassen? Nein, das werd ich nicht! Ich habe versucht, euch zu warnen, aber ihr hört nicht zu. Hört auf mich, sonst werdet ihr es bitter bereuen. Die letzte Plage wird die schlimmste sein. Alle erstgeborenen Söhne Ägyptens werden sterben. Was hat dein Gott getan? Er hat mir meinen Sohn genommen. Verlasse Ägypten augenblicklich und nimm dein Volk mit dir. Moses sagte den Israeliten, sie sollten sich bereit machen, Ägypten umgehend zu verlassen. Er wusste, der Pharao könnte seine Meinung bald wieder ändern. So packten sie und verließen Ägypten, so schnell sie konnten. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich gehen. Es ist, wie Moses es versprochen hat.
Ein Land, in dem wir frei sein werden? Es scheint wie ein Traum. Aber es ist kein Traum. Endlich sind wir auf dem Weg nach Hause. So endlich verließ das Volk von Israel Ägypten auf dem Weg in ihre Heimat, ein Land der Freiheit. Am Tag führte sie eine Rauchsäule und in der Nacht zeigte ihnen eine Flammensäule den Weg. Aber im Palast hatte der Pharao seine Meinung aufs Neue geändert. Ich war ein Narr, sie ziehen zu lassen. Wer baut unsere Pyramiden und pflanzt unsere Nahrung und fächelt mir Luft zu, wenn es heiß ist? Wir müssen die Israeliten zurückholen. Holt meinen Wagen! In der Zwischenzeit hatten die Israeliten das Rote Meer erreicht. Moses, sieh nur, hinter uns! Die Armee des Pharao! Sie werden bald hier sein! Oh nein! Moses, was hast du uns angetan? Es wäre besser gewesen, unglücklich in Ägypten zu leben, als hier in der Wüste zu sterben! Habt keine Angst! Gott wird uns schützen! Eile nicht, Moses. Ruht heute Nacht. Morgen früh erhebe deine Hand und halte deinen Stab über das Meer. Es wird sich teilen und ihr werdet des trockenen Fußes überqueren können. Ja! Vorwärts! Ja! Wir bleiben bis zum Morgen hier. Dann fangen wir sie wieder ein. Und als der Morgen anbrach, stand Moses am Meer und hob seinen Stab über dem Wasser.
und das Meer teilte sich, genau wie Gott es versprochen hatte. Kommt mit! Folgt mir! Hinterher! Ja! Los, Männer! Da kommen sie wieder! Was sollen wir nur tun? Wartet einfach. Dann ergoss das Meer sich über die ägyptische Armee und hielt sie auf. Hab Dank, Gott, dass du uns gerettet hast. Auf ihrem Weg nach Israel durchquerten die Israeliten die Wüste Sinai. Wenn sie hungrig wurden, schickte Gott ihnen Nahrung. Mama, schau! Was ist das? Es war süßes, schmackhaftes Brot, das Gott schickte, um die Menschen zu ernähren. Die Israeliten nannten es Manna. Das bedeutet, was ist das? Wenn die Israeliten durstig waren, schickte Gott ihnen Wasser. Als die Israeliten den Berg Sinai in der Mitte der Wüste erreichten, schlugen sie am Fuße des Berges ihr Lager auf. Es war an der Zeit, dass Gott dem Volk seine Gesetze gab. Was geschieht hier, Moses? Was will Gott von uns? Gott ruft mich. Ich bin sicher, er hat große Pläne für uns. Ich muss weitergehen. Und Moses erklomm den Gipfel des Berges. Ich bin bereit für dich. Ich habe Gesetze, die ich dem Volk von Israel übergeben will. Wenn sie diese befolgen, werde ich das Volk schützen. Meißle mir zwei Steine zurecht, dann schreibe ich sie auf. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Gott schrieb noch mehr Gesetze auf. Er sagte Moses, wie er ein Haus der Verehrung bauen sollte, in dem die Israeliten zu Gott beten konnten. Gott sagte Moses auch, dass alle Menschen am siebten Tage ruhen sollten, so wie er es getan hatte, als er die Welt erschuf. Hab Dank, Gott. Und so führte Moses das Volk von Israel zurück in ihr Heimatland mit der Macht Gottes und seinen heiligen Gesetzen. Diese Gesetze nennt man die Zehn Gebote. Während der ganzen langen Reise half Gott Moses, sein Volk nach Hause zu führen. Die 12 Stämme Israels waren von Moses aus Ägypten geführt worden.
Gott hatte ihnen ein Heimatland versprochen. Ein Land namens Kanaan. Aber als sie dort eintrafen, fürchteten sich viele Israeliten vor den Armeen Kanaans. Sie vertrauten nicht darauf, dass Gott ihnen helfen würde, ihren Kampf zu gewinnen. Sie wollten zurück nach Ägypten gehen, wo sie Sklaven gewesen waren. Gott entschied, dass sie nicht in das gelobte Land einziehen durften, solange sie ihm nicht vertrauten. Und so ließ er sie 40 Jahre durch die Wüste wandern. Nach 40 Jahren führte Gott die Kinder der 12 Stämme Israels erneut ins gelobte Land. Aber anstatt dass es eine Zeit der Freude war, waren die Israeliten von Traurigkeit erfüllt. Ihr Anführer, Moses, war gestorben und sie hatten niemanden, der sie in ihre neue Heimat führen würde. Jungen, benehmt euch anständig. Ihr wisst, heute gedenken wir Moses. Josua, der Moses während der 40 Jahre geholfen hatte, erinnerte sich auf seine eigene, besondere Weise an den großen Anführer. Kommst du mich aufzuheitern, Turnip? Was wird mit unserem Volk geschehen, nun da Moses fort ist? Wer wird uns ins gelobte Land führen? Warum nicht du, Josua? Turnip, du hast gesprochen. Ich bin es, Josua. Gott? Ich habe dich auserwählt, Josua, das Volk der Israeliten ins gelobte Land zu führen. Nein, ich kann nicht. Du hast Moses geholfen. Aber er war ein großer Führer. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mann, ein einfacher Diener. Hab keine Angst. Es steckt Größe in jedem Mann, der Hoffnung in sich trägt, Josua. Gott? Wo ist das Land, das du uns versprochen hast? Schau westwärts. Was siehst du? Den Wüstensand und den Fluss Jordan. Und dahinter Gebirgsausläufer und grüne Wälder. Das gelobte Land. Führe dein Volk, Josua. Aber ich bin kein Führer. Ich habe Angst. Ja, du wirst vielen Gefahren gegenüberstehen, aber sei stark. Vergiss nicht, ich werde euch nie verlassen. Weil Josua Gott liebte und seine Gebote befolgte, beschützte Gott ihn. Gottes Gesetze, bekannt als die 10 Gebote, waren auf Steintafeln gemeißelt und befanden sich im Innern der heiligen Bundeslade. Die Strömung ist sehr stark. Die Überquerung wird schwierig. Ah, das ist närrisch. Josua zu folgen, als wäre er Moses. Kommst du, Aram? Kommt, wir wollen sehen, was geschieht. Wie wär's da drüben, Josua? Ich sehe nach, wie tief es ist. Glaubst du, du kommst hinüber, Kleiner? Komm schon, es ist nur ein bisschen Wasser. Ah! Wer seid ihr? Geht fort! Ich bin Josua, Führer der Israeliten. Gott hat uns dieses Land versprochen. Hat er das? Ich bin der König von Jericho und ihr kommt nicht herein. Wir werden von dem reißenden Fluss und dem stärksten Wall der Welt geschützt. Falls ihr diesen Fluss überqueren könnt, seid besser auf einen Kampf vorbereitet. Unser Gott schützt uns, wie er Moses unseren Anführer beschützt hat. Ich habe gehört, dass euer Gott das Rote Meer geteilt hat. Aber hier hat er keine Macht. Bleibt Jericho fern oder meine Armee wird euch vernichten. Was sollen wir tun, Josua?
Vertrauen haben und den Fluss überqueren, wenn Gott es uns sagt. Ihr habt Josua gehört, also erzählen wir es den anderen. Das gibt es doch nicht aus. Ich mache mir Sorgen wegen dieses Königs von Jericho. Er ist wie das Wasser dieses Flusses. Gefährlich. Josua. Ja, Gott? Hab keine Angst vor dem König. Wenn ihr mir vertraut, werde ich euch schützen. Und Josua vertraute auf Gott. Er benannte zwei Männer, die sich nach Jericho einschleichen und ihm von des Königs Armee berichten sollten. Eins, zwei, drei Soldaten. Der dritte ist winzig. Ich zähle ihn nur als halben Soldaten. Aram, wir sind Spione. Das bedeutet, wir müssen leise sein. Leise, ja, richtig. Spion! Oh, König, ich bin nur ein harmloser reisender Kaufmann. Lügner! Du bist ein Fremder in Jericho. Das bedeutet, du bist ein Spion. Hey! Psst. Aber das kann er nicht machen. Noch mehr Spione! Israelische Spione! Ach, verstehst du das unter leise sein? Fangt sie! Haltet die Spione! Fangt die Israeliten! Ja! Da hinten! Schneller! Da sind sie! Sie müssen hier irgendwo sein! Sucht es an der Straße! Gott, helfe uns! Was machen wir jetzt? Psst! Hierher, schnell! Mein Name ist Rahab. Ich helfe euch. Hier entlang. Hier drunter. Schnell. Öffne die Tür. Befehl des Königs. Aus dem Weg. Die israelischen Spione. Habt ihr sie gesehen? Sie waren hier, aber sie liefen auf die Stadttore zu. Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr sie vielleicht noch. Der König wird sehr ungehalten sein, wenn ihr sie entkommen lasst. Rahab sagte den Israeliten, dass sie aus ihrem Verstecken kommen konnten. Was du getan hast, war sehr mutig. Warum hast du dein Leben für uns riskiert? Zwei Fremde! Jeder in Jericho weiß, dass die Israeliten in unser Land kommen. Wir haben gehört, dass euer Gott den hohen Himmel beherrscht und die Erde hier unten. Er ist so machtvoll. Er hat für Moses das Rote Meer geteilt. Nun haben unsere Männer Angst, euch zu bekämpfen. Geht, versteckt euch 3 Tage in den Bergen. Dann seid ihr sicher. Gott segne dich, Rahab. Du bist sehr freundlich. Wartet. Ich habe euch Freundlichkeit erwiesen. Wenn euer Volk die Stadt angreift, bitte, verschont meine Familie und mich. Versprochen, Rahab. Lass dieses rote Seil von deinem Fenster hängen. Es wird ein Zeichen sein, dass niemand in diesem Haus verletzt werden darf. Josuas Spione taten, wie Rahab ihnen gesagt hatte. Und nachdem sie sich 3 Tage in den Bergen versteckt hatten, liefen sie zurück zum Lager und erstatteten Bericht. Hm.
Das hat Rahab uns gesagt, Josua. Alle in Jericho haben Angst vor uns. Wir können den König von Jericho schlagen. Ah, da bin ich nicht so sicher, Aram. Er hat eine Menge Soldaten. Ah, sie sind so klein. Lasst uns zu Gott beten und ihm danken. Er hat getan, was er versprach. Das gelobte Land gehört uns. Am nächsten Tag marschierten die 12 Stämme auf Kanaan zu. Aber wie Gottes Josua gesagt hatte, war es nicht einfach, in ihr Heimatland einzuziehen. Wie sollen wir den Fluss sicher überqueren? Bitte Gott, gib mir Antwort. Das Wasser ist zu reißend. Wie sollen wir die Kinder und Tiere hinüberbringen? Hab keine Angst. Gott hat mir einen Weg gezeigt. Bringt die Bundeslade her. Josua dirigierte die Priester, die Bundeslade in den Fluss zu lassen und dort zu halten. Die Israeliten waren verwirrt. Was hatte Josua im Sinn? Das kann nicht sicher sein. Josua weiß nicht, was er tut. Erblickt die Macht Gottes. Vor den Augen der Menge geschah ein Wunder. Die Priester stemmten die Bundeslade hoch und Gott hielt das Wasser zu. Wie damals, als Moses das Rote Meer teilte. Dann ist es wahr. Gott ist mit Josua, so wie er mit Moses war. Ja! Hurra! Ein Hoch auf Josua! Das Vertrauen der Israeliten in Josua wuchs und wuchs. Sie wussten, dass sie nun den Fußstapfen Moses folgten. Josua, wähle 12 Männer, einen aus jedem Stamm. Sag ihnen, sie sollen 12 Steine aus der Mitte des Flusses holen, von dort, wo die Priester standen. Nehmt sie mit und legt sie dort ab, wo ihr heute Nacht ruhen werdet. In der Zukunft werden eure Kinder euch fragen, was die Steine bedeuten. Und ihr werdet ihnen sagen, dass das Wasser stillstand, als die heilige Bundeslade mit Gottes Hilfe den Fluss überquerte. Diese Steine werden die Israeliten immer daran erinnern. Eines Abends ging Josua nahe Jericho spazieren.
Ich habe Gottes Anweisungen ohne Frage befolgt. Ich versuche, ein Führer zu sein, aber ich bin kein Soldat. Wie kann ich den König und seine Armee bekämpfen? Josua! Gott? Wie sollen wir den Feind bekämpfen? Ihr werdet weder Schwert noch Rüstung brauchen, Josua. Hab einfach Vertrauen in mich. Um die Armee Jerichos und seinen König zurückzuschlagen, müsst ihr Folgendes tun. Früh am nächsten Morgen ließ Josua die Israeliten eine lange Linie bilden. Vergesst nicht, folgt Gottes Anweisungen. Nicht ein Wort, kein Geräusch von keinem von euch. Zuerst kamen 7 Priester, die Widderhörner bliesen. Dann die Bundeslade. Dann die gerüsteten Männer. Sie marschierten einmal um die große Stadt herum. Das ist kein Kampf! Das ist eine Parade! Nun, ich schätze, wir haben gewonnen. Wann greifen wir die Stadt an, Josua? Das tun wir nicht. Morgen umkreisen wir sie wieder. Was? Schon wieder marschieren? Und genau wie heute muss jeder still sein. Keinerlei Kriegsgeschrei. Die einzigen Geräusche dürfen von den Widderhörnern kommen. Und so marschierten die Israeliten um Jericho herum. Jeden Tag, 6 Tage lang. Und 6 Tage lang geschah nichts. Ihr Israeliten seid Narren! Und der größte Narr ist euer Anführer, Josua! Am Morgen des 7. Tages waren Josuas Leute ruhelos. Josua, du weißt einfach nicht, was du tust. Unser Volk will nicht mehr im Kreis herumgehen. Wir brauchen einen Soldaten als Führer. Ja, lass uns kämpfen. Ihr habt recht. Ich bin kein Soldat. Aber ich habe Vertrauen in Gott. Er hat Moses nicht verlassen und er wird auch uns nicht verlassen, solange wir ihm vertrauen. Dies ist der 7. und letzte Tag. Wer wird mit mir kommen? Ich gehe mit! Wir alle! Sagt allen, wir werden marschieren! Und so marschierten sie. Aber anstatt die Stadt nur einmal zu umkreisen, wie sie es in den letzten 6 Tagen getan hatten, sagte Josua ihnen, Gott wollte, dass sie 7-mal herumgingen. Und beim 7. Mal machten sie etwas ganz anderes. Schreit! Brüllt! Schreit, dass der Himmel euch hören kann! Schreit, dass Gott uns Jericho gegeben hat! Jericho ist unser! Gott hat das gelobte Land! Ja! Hurra! Jericho! For 40 years we wandered through the desert sand, hoping we could find God's promised land. And now it's here before us, behind a fortress tall. But it will not be ours until we bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. Shake this city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. We believe in God
that he is with us here. His power is much greater than that army over there. Our enemies are laughing, but their kingdom soon will fall. When we raise our voices, we will bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. The sound we make is gonna shake the city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. So shout out loud, shout out strong. That wall around the city won't keep us out for long. Sing to God, one and all. That land that we were promised is right behind those walls. Bring down the walls. Mit ihren Stimmen, den Widderhörnern und ihrem Vertrauen in Gott eroberten die Israeliten Jericho. Josua, diese Leute haben uns geholfen. Rahab, ihre Mutter und ihr Vater. Du bist eine mutige Frau, Rahab. Gott hat dich und deine Familie beschützt wegen deines Vertrauens und deiner Hilfe an meinen Leuten. Können wir bleiben und euch beitreten, Josua? Nichts würde mich glücklicher machen. Ey, fass mich nicht an, Israelit! Ihr wagt es, mich so zu behandeln? Ich bin der König! Du warst der König. Als ich sagte, Gott hat uns dieses Land versprochen, hast du gelacht und mich einen Narren genannt. Wer ist jetzt der Narr? Ihr könnt doch nicht... Ja! Ja! Hat jemand Tonet gesehen? Für dich. Perfekt. Meine Freunde, unsere Tage der Wanderschaft sind vorbei. Wir sind zu Hause. Nachdem Jericho erobert war, entwickelten die Israeliten sich weiter und weiter und erschlossen immer mehr Land. Ihre Tage der Wanderschaft waren vorbei. Dank Josua und den Israeliten, die Gott vertraut hatten. Im Lande Israel gab es einen Propheten namens Jonas. Propheten lehrten die Menschen von Gott und seiner Liebe. Jonas sagte seinen Freunden und Nachbarn, dass Gott alle Menschen liebte. Und wie Gott versuchte Jonas, alle Menschen und Tiere zu lieben. Dein Fisch sieht heute besonders frisch aus, Ophir. Ja, der frischeste, den du bekommen kannst. Oder essen. Du weißt, wie gerne ich Fisch esse, Ophir. Und ich nehme einen Beutel Erdnüsse. Hey, da sehe ich jemand, der ist genauso hungrig wie ich. Hungrig, kleine Taube? Hier, nimm ein paar davon. Wir sind alle Gottes Geschöpfe. Das klingt, als würden sich Leute streiten. Das ist mein Topf! Nein, das ist meiner! Ich habe ihn zuerst gesehen! Nein, das war ich! Ich brauche ihn, um Wasser zu tragen! Ich brauche ihn, um Rosinen zu tragen! Halt!
Streit löst keine Probleme. Außerdem wird mir schwindelig. Meine Freunde, bitte. Gott will nicht, dass ihr kämpft. Das verärgert ihn. Nun bekommt keiner von euch den Topf. Ihr habt euch schlecht verhalten, gerade wie die Menschen aus der Stadt Ninive. Wollt ihr Gott Glauben machen, wir verhielten uns wie die Niniviten? Oh nein! Nein, Jonas. Entschuldige, Jonas. Die Niniviten sind die Feinde unseres Volkes. Ich hörte, sie haben ein Boot voller Fische gestohlen. Oh ja, sie sind Diebe. Ja, sie sind sehr schlechte Menschen. Seht ihr, was passiert, wenn ihr streitet? Von nun an werden wir uns wie Israeliten verhalten, nicht wie die schlechten Niniviten. Jonas hat eine wichtige Aufgabe. Er lehrte die Menschen Gottes Willen. Und dann kam der Tag, an dem Gott eine größere Aufgabe für Jonas hatte. Hallo, Jonas. Gott, es ist gut, deine Stimme zu hören. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Was ist es? Ich würde alles für dich tun. Es gibt einige Menschen, die meine Gesetze missachten, Jonas. Sieh, was sie tun. Das Volk von Ninive stiehlt. Sie sind unfreundlich zueinander. Die Kinder Ninives achten die älteren Menschen nicht. Andere sind faul. Und ihr König gibt vor, die Probleme nicht zu sehen. Er interessiert sich nur fürs Essen und dafür, schicke Kleidung zu tragen. Ja, die Niniviten sind schlecht. Schicke eine Flut oder ein Erdbeben, um sie zu strafen. Nein, sie sind schlecht, weil sie mich nicht kennen. Niemand hat ihnen meine Lehren überbracht. Jonas, deine Aufgabe ist es, nach Ninive zu gehen und dem Volk von mir zu berichten. Ich soll nach Ninive gehen? Ich kann nicht. Bitte gib mir eine andere Aufgabe. Berichte ihnen von meiner Liebe. Aber sie sind die Feinde meiner Nachbarn und Freunde. Du musst gehen, Jonas, jetzt gleich. In 40 Tagen werde ich sie für ihre Schlechtigkeit bestrafen. Aber wenn du sie bestrafen wirst, warum soll ich ihnen dann von dir berichten? Ich verstehe das nicht. Die Niniviten sollten für ihre Schlechtigkeit bestraft werden. Aber was, wenn ich ihnen von Gott berichte und sie sich ändern? Vielleicht wird Gott sie dann verschonen. Ich kann meinen Feinden nicht einfach so helfen. Jonas war so verwirrt, dass er seine Freunde um Rat fragte. Weißt du, das ist komisch. Normalerweise kommen wir mit Fragen zu dir. Diesmal möchte ich wissen, was ihr denkt. Wie kann ich zu den Feinden Israels predigen? Ganz einfach, kannst du nicht. Ophir hat recht, Jonas. Geh nicht zu ihnen. Erzähl ihnen nicht von Gott. Nein, das kannst du echt nicht machen. Jonas. Du hast ein echtes Problem, Jonas. Wenn du nicht zu ihnen sprichst, verärgerst du Gott. Und wenn du zu ihnen sprichst, enttäuschst du deine Freunde. Niemand behauptet, es sei einfach, Prophet zu sein. Warte, ich weiß. Ich verstecke mich einfach vor Gott. Sicher, aber wo versteckt man sich vor Gott? Na, in deinem Laden natürlich. Ich weiß, mein Plan wird funktionieren. Wenn ich mich 40 Tage lang hier verstecke, wird Gott die Niniviten bestrafen und niemand wird böse auf mich sein. Das nennst du ein Versteck?
komm, lass mich dir helfen, Jonas. Ophir, du solltest dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Schau, wenn du dich vor Gott verstecken willst, musst du es richtig machen. Und mein Laden war niemals sauberer. Ophir, hast du Mehl, damit ich Kekse backen kann? Ja, ja, da in dem Korb. Nein! Warte! Nein! Ah! Oh. Jetzt, wo alles sauber ist, lebe wohl, Ophir. Was? Aber Jonas, warum gehst du? Ich bin im Weg. Und in Israel kann ich mich vor Gott nicht verstecken. Hier würde er als erstes nach mir suchen. Und wo willst du hingehen? So weit von Ninive, wie ich nur kann. Ich reise ans andere Ende der Welt, in eine Stadt namens Tarshish. Dort wird Gott mich niemals finden. Du wirst uns fehlen, Jonas. Danke. Ich habe eine sehr einsame Reise vor mir, denn Gott wird nicht bei mir sein. Und so reiste Jonas, so weit er konnte, um vor Gott zu fliehen. Zuerst durchquerte er Wüsten. Dann erklomm er hohe Berge. Und endlich kam er zur Stadt Joppa und fand ein Schiff, das nach Tarshish segeln würde. Hallo, Kapitän, mein Name ist Jonas. Kann ich mit euch vielleicht nach Tarshish segeln? Tut mir leid, Jonas. Dieses Schiff fährt nur mit Ladung und Matrosen. Außerdem bringt es Unglück, einen Fremden mit an Bord zu nehmen, weißt du? Die Matrosen dieses Schiffes waren keine Israeliten. Sie glaubten an viele verschiedene Götter. Ahoi, Freund! Hilf mir mit der Statue! Sicher! Warum nicht? Bitte, Kapitän, ich muss mit euch fortsegeln. Warum? Weil ich mich verstecken muss vor Gott. Wieso denn? Er hat mir einen Auftrag gegeben, den ich nicht ausführen kann. Ich muss mich verstecken, damit er mich nicht findet. Oh, habt ihr das gesehen? Eine Taube, sie flog direkt zu Jonas. Eine Taube ist ein gutes Zeichen, Kapitän, für großes Glück. Mit Jonas an Bord werden wir eine sichere Überfahrt haben. Sie haben recht. Willkommen an Bord, Jonas. Und so segelte Jonas auf das weite Meer hinaus in Richtung Tarshish. Jonas sah, dass die Seeleute nicht zu Gott beteten. Sie verehrten Statuen aus Stein. Verzeihung, was tut ihr da? Wir füttern den Gott des Wassers. Wenn sein Magen voll ist, bringt er die See zur Ruhe. Aber das ist kein Gott, das ist doch nur ein Stein. Mein Gott ist der Echte. Er hat das Meer geschaffen, die Menschen, den Himmel, die Tiere, einfach alles. Ein Gott soll all das geschaffen haben? Das glaube ich kaum, Jonas. Schau, das ist der Gott der Sonne. Das ist der Gott des Windes. Und das ist der Gott der Reichtümer. Bei so vielen Dingen auf der Welt braucht man eine Menge Götter. Ja, ein Gott allein kann nicht über alles herrschen. Doch, Gott tut das. Er ist der eine und einzige Gott. Nun, wenn er so wunderbar ist, warum läufst du dann vor ihm davon? Er will, dass ich nach Ninive gehe und von ihm berichte. Aber sie sind Feinde meines Volkes und ohne sie wären wir wirklich besser dran. Oh nein! Kapitän!
sein. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Ich auch nicht. Wir stecken in Schwierigkeiten. Jetzt sind wir sicher. Oh! Nein! Nichts kann unser Schiff retten! Wartet! Was ist mit den Göttern? Schnell! Betet alle zu den Göttern! Die Seeleute beteten zu ihren Göttern, aber der Sturm schwoll weiter an. Jemand hat unserem Schiff Unglück gebracht! Sehr großes Unglück! Wir müssen herausfinden, wer! Lasst uns Hölzer werfen! Dann erfahren wir, wer den Sturm gebracht hat! Der Kapitän und seine Mannschaft dachten in ihrem Aberglauben, dass Holz- und Knochenstöckchen zeigen würden, wer dem Schiff Unglück gebracht hatte. Da! Der Pfeil zeigt auf den Mann, der uns Unglück gebracht hat! Es ist Jonas! Wo kommst du her und welches ist dein Volk? Ich bin ein Israelit und verehre Gott im Himmel. Ich laufe vor ihm davon. Und er hat dich gefunden. Jonas, was sollen wir tun? Was können wir gegen den Sturm tun? Werft mich über Bord! Ihr müsst euch selbst retten. Bitte, Kapitän! Wir haben keine Wahl! Wir müssen Jonas über Bord werfen! Sein Gott ist mächtiger als all unsere zusammen! Jonas, es tut mir leid. Wir haben getan, was wir konnten. Ich weiß, Kapitän. Es ist nicht eure Schuld. Ich habe Gott verärgert. Ich sollte bestraft werden und nicht ihr alle. Gott der Israeliten, es tut uns leid, dass wir Jonas ins Meer werfen müssen. Ich will's überleben. Armer Jonas! Möge dein Gott dir vergeben, Jonas. Jonas fand sich im Bauch eines Wals wieder. Nun war er wirklich allein. Gott, ich bereue, dass ich mich verstecken wollte. Hörst du mich, Gott? Jonas betete 3 Tage und 3 Nächte lang zu Gott. So dark inside this well, and I'm lost at the bottom of the sea. I was a fool to run from you. Now I know just what you want from me. In the belly of a whale, one day has gone by. I promise to be true. I
I can feel you near. I know. Danach war Jonas nicht mehr allein. Hallo, Jonas! Oh, Gott, ich bin so froh, dass du hier bei mir bist. Du hast versucht, dich vor mir zu verstecken. Oh ja, und ich weiß jetzt, dass das sehr, sehr falsch war. Jonas, du hast deine Lektion gelernt. Komm, wir wollen dich hier herausholen. Jonas, Ninive liegt hinter diesem Berg. Beeil dich und geh und erzähl ihnen von mir und meiner Liebe. Herr, jetzt bin ich bereit dafür. So ging Jonas nach Ninive. Und was er zu berichten hatte, war so wunderbar, dass alle Menschen ihm zuhörten, glaubten und sich sogar änderten. Gott sagt, wir sollen einander nicht bestehlen. Wir sind alle Brüder und Schwestern in dieser Welt. Würdest du deine eigene Familie bestehlen? Gott sagt, wir sollen die Schwachen nicht verletzen. Da wir alle Gottes Kinder sind, sollten wir einander beschützen. Kinder, halt! Gott sagt, wir sollen die Eltern ehren. Vergesst nicht, sie haben uns großgezogen und für uns gesorgt. Auch die Kinder änderten sich und sie sammelten sich um Jonas wie Schafe um ihren Hirten. Hey, Bauer! Gott sagt, wir haben alle viel zu tun und sollten hart arbeiten. Wir sollten ihm gut zuhören, denn er ist es, der uns diese wunderbare Welt gegeben hat. O König der Niniviten, dies ist keine Art, ein Volk zu führen. Gott sagt uns, wir sollten einander versorgen. Ha! Warum sollte mich interessieren, was dein Gott will? Weil er jeden schlechten Menschen in dieser Stadt bestrafen wird. Ninive wird wie diese Traube sein. Bitte glaubt mir, König der Niniviten. Mich hat der einzige wahre Gott geschickt. Ihr habt nur ein paar Tage. Ich glaube dir, Jonas. Dann erfahrt seine Liebe und befolgt seine Gesetze, denn das will er. Jonas erklärte dem König alle Regeln Gottes. Mein Volk, Volk von Ninive, hört mich an. Eine ganze Woche lang werden wir fasten. 7 Tage lang wird niemand etwas essen. Und wir werden Lumpen tragen. Und indem wir dies tun, werden wir Jonas Gott unser Bedauern zeigen, dass wir so schlecht waren. Nachdem Jonas den Niniviten von Gott und seinen Geboten berichtet hatte, änderten sie ihr Verhalten. Jonas verließ die Stadt. Er setzte sich auf einen Berg nahe Ninive, um die Bestrafung Gottes zu beobachten. Jonas, ich bin stolz auf dich. Die Niniviten haben sich geändert. Aber wirst du sie dennoch bestrafen? Ich werde niemanden bestrafen, Jonas. Aber Gott, sie sind so schlechte Menschen. Sollten sie nicht bestraft werden? Sie haben meine Stimme durch dich gehört, Jonas, und ihre Herzen geändert. Ich liebe sie wie die Israeliten, wie ich alle Menschen liebe. Davor hatte ich Angst.
Ich habe die Feinde meines Volkes gerettet. Geh nach Hause, Jonas. Es wird gut werden. Nein, warte. Bitte Gott, ich bin verwirrter als je zuvor. Jonas wusste nicht, was er tun und wo er hingehen sollte. Er begann, in die Wüste zu laufen. Unglücklicherweise war die Wüste sehr heiß und Jonas hatte keine Nahrung. Ich bin so durstig, hungrig und müde. Hab Dank, Gott. Hab Dank für diese Pflanze und meine Rettung. Am nächsten Morgen war die Pflanze tot. Und Jonas bestürzt. Er war wütend, weil Gott einen Wurm die Pflanze hatte zerstören lassen. Jonas, warum bist du wütend? Du hast die wunderbare Pflanze sterben lassen, die mir Nahrung und Schutz gab. So wie du gestern meine Hoffnung zerstört hast, als du die Niniviten nicht bestraft hast. Du bist wütend, weil die Pflanze tot ist. Du hast dich mehr um diese Pflanze gesorgt als um die ganze Stadt Ninive. Aber du hast nichts getan, um sie am Leben zu halten. So? Was glaubst du, wie es mir ginge, wenn ich all die Menschen bestrafen würde? Dort sind Männer, Frauen und Kinder, die ich geschaffen und um die ich mich lange gesorgt habe. Sie kannten und liebten mich nicht, bis du kamst. Sollten sie mich jetzt nicht mehr kümmern? Doch, das sollten sie. Geh heim und berichte deinem Volk von Ninive und von der Pflanze. So ging Jonas nach Hause. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde zu sehen und mein Lieblingsessen zu essen. Von einem abgesehen. Es wird noch lange dauern, bevor ich wieder Fisch essen kann. Jonas' Freunde hießen ihn wieder willkommen und den Rest seines Lebens verbrachte er damit, über Gottes Gebote und besonders über Gottes Liebe zu lehren. Es war ein sehr trauriger Tag, als der König von Babylon Jerusalem mit seiner Armee umzingelte. Sein Name war Nebukadnezar. Angriff! Der König und seine Armee stahlen viele Dinge, die Gott gehörten. Und dann zerstörten sie den Tempel. Dann befahl der König, die gestohlenen Dinge nach Babylon zu schaffen. Aber das war nicht alles, was er stahl. Asenas, bring mir die intelligentesten jungen Männer von Jerusalem. Sie müssen gesund und sehr klug sein, damit sie für mich im Palast arbeiten können. Lasst sie in Ruhe. Sie sind aus dem Tempel. Sie gehören Gott. Bringt alles zurück in unser Königreich. So wurden Gottes heilige Becher und Platten und Jerusalems beste junge Männer hunderte Meilen weit fortgebracht nach Babylon. Unter diesen Verschleppten waren auch Daniel und seine Freunde Schadrach, Meschach und Abadnego. Und obgleich Daniel und seine Freunde hunderte von Meilen von ihrem Zuhause und dem Hause Gottes fort waren, blieben sie Gott treu ergeben. Ich hoffe, ihr lernt fleißig. Ach, das ist unmöglich. Wir lernen nie, eure Sprache zu lesen und zu schreiben. Gott war mit Daniel und seinen Freunden. Eure Sprache ist sehr interessant, Eure Majestät. Lehrt uns mehr. Gott gab ihnen mehr Wissen als den anderen Studenten. Und sie liebten ihn dafür.
Bald merkte der König, dass die Jungen 10-mal klüger waren als alle Zauberer, Magier und Weisen Babylons. Und Gott gab Daniel etwas Besonderes: die Fähigkeit, Träume zu kennen und zu verstehen. Das war auch eine gute Sache. König Nebukadnezar wurde von einem seltsamen Traum verfolgt. Arioch! Ein Traum, der ihn nächtelang nicht schlafen ließ. Bringt meinen besten Zauberer, Magier und Weisen. Sie müssen mir sagen, was dieser Traum bedeutet. Nun, worauf wartest du? Schon unterwegs, oh König. Schlaf, Schlaf. Ich brauche meinen Schlaf. Was verlangt ihr zu wissen? Stellt eure Frage. Wir haben alle Antworten. Dank sei den Göttern. Ich habe eine überaus wichtige Frage an euch, Magier, Zauberer und Weiser. Nein, er ist der Zauberer. Er ist der Weise. Er ist der Magier, oh König. Ja, sicher. Wie auch immer. Wollt ihr wissen, was kälter ist? Schnee oder eine Hundenase? Oder wie man Schafsmilch in Kleidung verwandelt? Oder die Anzahl der Riesen, die auf der Welt leben? Nein, nein, nein. Ich habe fortwährend einen seltsamen Traum, Nacht für Nacht. Das ist einfach. Kleinigkeit. Kein Problem. Dann sagt mir, was er bedeutet. Gut, aber erzählt uns erst euren Traum. Dann sagen wir euch, was er bedeutet. Oh nein, wenn ihr so schlau seid, erzählt mir zuerst meinen Traum und dann seine Bedeutung. Ihr wollt, dass wir euch sagen, was ihr bereits wisst? Um euch dann zu sagen, was ihr nicht wisst? Aber ihr wisst nicht, ob wir wissen, was ihr wisst. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ihr schlau seid. Macht ihr Witze? Niemals. Vergesst es. Sagt mir sofort, was ich geträumt habe, oder ich werde euch bestrafen. Aber kein Mensch der Welt könnte das tun. Nur die Götter können das wissen. Und die leben nicht auf der Erde. Das reicht. Jetzt bin ich wütend. Ich werde nicht nur euch drei bestrafen, sondern Arioch! Alle Zauberer, Magier und Weisen Babylons sollen verschwinden! Nun, worauf wartest du? Ich bin schon unterwegs, oh König. Arioch ging zu Daniels Haus. Er erzählte ihm von des Königs Beschluss, alle weisen Männer Babylons bestrafen zu lassen. Warte, Arioch, bitte, tu heute niemandem etwas. Daniel, du bist mein Freund. Ich werde warten, aber nur bis morgen früh. Lasst uns beten, meine Freunde. Gott wird uns helfen, des Königs Geheimtraum zu verstehen. Niemand sollte deshalb verletzt werden. Wach auf, Daniel. Ich komme, um dir des Königs geheimen Traum zu erklären. Ich danke dir, Gott. O König, jemand ist hier, um euch euren Traum zu erklären. Unmöglich! Wer könnte klüger sein als mein Zauberer, mein Magier und mein Weiser? Einer eurer Gefangenen aus Judäa. Du kannst mir meinen Traum erklären? Nein, ich nicht. Soll das ein Witz sein, Arioch? Nein, aber Gott im Himmel kann alle geheimen Dinge erklären. Oh, I know what your dream means. I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I've heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream needs. Oh, King Nebuchadnezzar, believe me, it's my pleasure to come here to you and shed some light.
I've been praying to God, and this may sound awfully odd, but I understand the dream you had last night. Saw a statue with a head of gold. He was bronze and iron with big clay toes. Symbolized the kingdoms of this earth. The golden face that I saw shining means down here you're the number one king. I'm giving you the facts for all they're worth. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. Now the rock that rolled on down and brought the statue to the ground shows that earthly kingdoms soon will pass. Yeah, the interpretation is that out of all the nations, God's is the kingdom that will last. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I've heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. God has told me, King, what your dream means. Ganz genau. Du bist klüger als all meine Magier, Zauberer und Weisen zusammen. Nicht ich, Sire. Gott hat mir das Geheimnis verraten. Nicht, weil ich größer als andere bin, sondern damit ihr versteht, was es bedeutet. Ja, aber was bedeutet es denn? Ihr seid jetzt der König, aber weder ihr noch euer Königreich wird ewig werden. Aber Gottes Königreich wird ewig sein. Dein Gott ist der Gott aller Götter, der König aller Könige. Dein Gott sagt Menschen Dinge, die sie unmöglich wissen können. Du verdienst eine Belohnung. Von diesem Moment an wirst du als Statthalter über Babylon herrschen und für alle meine Weisen verantwortlich sein. O König, ich bitte euch, bestraft sie nicht. Selbstverständlich, was immer du willst. Wie war dein Name doch gleich? Daniel, wenn ich herrschen soll, brauche ich Hilfe. Ich habe drei weise Freunde. Macht auch Schadrach, Meshach und Abednego zu Statthaltern Babylons. So soll es sein, Daniel. Viele Jahre vergingen. Und nachdem Nebukadnezar den Thron abgegeben hatte, wurde sein Sohn Belsazar König. Daniel blieb in Babylon und dreimal an jedem Tag verneigte er sich in Richtung Jerusalems und betete zu Gott. Nach so vielen Jahren hatte der neue König Belsazar Daniel völlig vergessen. Eines Nachts feierte Belsazar ein großes Fest. Oh ja, ich möchte auch sehr was. Der närrische König verwendete die Becher und Platten, die aus dem Hause Gottes gestohlen worden waren. Habt ihr auch alle Spaß? Indem er aus den gestohlenen Bechern trank, missachtete er Gott. Da er nur an Götzen aus Gold, Silber, Eisen, Bronze, Holz und Stein glaubte. Wir wollen den Göttern für dieses wunderbare Fest danken. Was ist das? Oh.
Zauberer, Magier, Weise, kommt her, schnell! Was besagt das? Lest es mir vor! Viele meine Tiegelpersonen? Viele meine Tiegelpersonen? Ich sage euch was, wer immer diese Worte entziffern kann, bekommt eine goldene Kette! Ene meine Theke Petersilie! Ene meine Theke Petersilie? Ene meine Theke Petersilie? Wie wäre es damit? Eine feine purpurne Robe eines Königs würdig! Ich mache ihn zusätzlich zum drittmächtigsten Statthalter meines Reichs! Unmöglich! Unfassbar! Unentzifferbar! Oh, gibt es denn niemanden in meinem Königreich, der diese seltsamen Worte lesen kann? Ich kenne jemanden, mein Sohn. Sag mir, Mutter, wer ist es? In den Tagen deines Vaters besaß dieser Mann die Weisheit der Götter. Lass Daniel rufen. Bist du Daniel? Derjenige, der an den Gott glaubt, der Himmel und Erde geschaffen hat? Sieh, die Goldkette, die purpurne Robe und der drittmächtigste Statthalter meines Reichs. All das soll dein sein, wenn du mir diese Worte vorlesen kannst. König Belshazzar, behaltet eure Geschenke oder gebt sie jemand anderem. Dann kannst du sie auch nicht lesen. Doch, ich kann. Und ich sage euch, was sie bedeuten. Euer Vater war so stolz und stur, dass er sein Königreich verlor. Gott herrscht über alle Dinge auf der Erde und er entscheidet, wer König sein wird. All dies wisst ihr und doch bereut ihr all eure schlimmen Taten nicht. Heute Nacht habt ihr aus seinem Tempel gestohlene Becher und Platten benutzt. Ihr habt Gott missachtet. Gott selbst sandte die Hand, die diese Worte schrieb. Mene, Gott hat die Tage bis zum Untergang eures Königreichs gezählt. Theke, ihr seid nicht gut genug, um länger König zu sein. Parsin, euer Königreich wird einem anderen Volk gegeben werden. Daniel, ich weiß, du sprichst die Wahrheit. König Belshazzar hielt Wort und gab Daniel die purpurne Robe und die goldene Kette und machte ihn zum drittmächtigsten Statthalter des Landes. Was Daniel gesagt hatte, erwies sich als wahr. Und noch in dieser Nacht. Übernahm ein anderer Herrscher, König Darius, das Königreich. Der König wählte 3 Männer, über das Reich zu herrschen. Und da Gott Daniel so weise gemacht hatte, war er einer der 3. Schon bald merkte König Darius, dass Daniel besser war als die anderen beiden. Und er beschloss, ihn zum einzigen Statthalter des Landes zu machen. Das machte die anderen beiden sehr wütend. Die beiden Männer wollten Daniel schlecht machen. Aber er sagte stets die Wahrheit und war weder faul noch untreu. Wir müssen ein schlechtes Licht auf Daniel werfen. Aber wie? Er ist einfach zu gut. Ich habe eine Idee. Daniel glaubt wirklich ganz fest an seinen Gott. Das werden wir gegen ihn verwenden. Thank you.
Ich bin es, Gott. Daniel. Ich hatte recht. Daniel dreht sich gen Jerusalem und betet dreimal täglich zu seinem Gott. Dieser Plan wird funktionieren. Das werde ich dem König berichten. Hey, das ist mein Plan. Ich sage es dem König. Nicht, wenn ich zuerst da bin. Wagt es ja nicht. Sie hatten einen schrecklichen Plan. Einen Plan, wie sie Daniel loswerden konnten. Oh, König Darius, ihr habt viele Feinde. Und wir können sie für euch finden. Lasst uns doch 30 Feiertage im Königreich ausrufen. 30 Tage lang soll niemand einen anderen Gott oder Menschen anbeten, abgesehen von euch. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Aber hier kommt das Beste. Wenn jemand nicht zu euch betet, muss er euer Feind sein. Und den werfen wir dann in die Löwengrube. Bei den Göttern. Ich meine, bei mir. Das gefällt mir. 30 Feiertage für mich. Ja, großartige Feiertage. Ein Fest wie kein anderes. Das muss ich Daniel erzählen. Das ist ein wunderbares neues Gesetz. Daniel hörte von dem neuen Gesetz, aber er blieb Gott weiterhin treu. Er bricht des Königs neues Gesetz. Mein Plan hat funktioniert. Daniel betet zu seinem Gott. Werfen wir ihn in die Löwengrube. Moment. Das war nicht dein Plan. Das war mein Plan. Weiß nicht. Ich bin viel weiser als du. Au! Au! Oh, König Darius, wir haben jemanden gefunden, der euer neues Gesetz missachtet. Unglaublich. Wer ist diese schreckliche Person? Es ist der Israelit, Daniel. Nein, nicht er. Er betet dreimal am Tag zu seinem Gott, genau wie vor dem Gesetzeserlass. Sollen es zwei Löwen sein oder drei? Ich kann Daniel nichts antun. Er ist mein vertrautester Ratgeber und noch wichtiger, mein Freund. Aber König Darius, wie ihr wisst, sagt das Gesetz, kein vom König erlassenes Gesetz kann geändert werden. Ja, genau das stimmt. So muss es sein. Also gut. Bringt Daniel in die Löwengrube. Mein lieber Freund. Was habe ich getan? Es tut mir leid, Daniel. Ich will das hier nicht tun. Du warst deinem Gott immer treu ergeben. Vielleicht wird er dich vor den Löwen retten. Keine Sorge. Ich werde dort unten nicht alleine sein. Und damit niemand den Stein bewegen und Daniel aus der Löwengrube befreien konnte, verschloss König Darius die Öffnung mit seinem königlichen Siegel. In dieser Nacht konnte Darius nicht schlafen. Er machte sich große Sorgen um seinen Freund. Am nächsten Morgen lief König Darius zur Löwengrube. Oh Daniel, hat dein Gott dich sicher behütet? Öffnet die Löwengrube! Aber seine Furcht war unbegründet. Ihr seid früh auf, König Darius. Daniel war sicher und wohlauf. Ich kann es kaum glauben. Es geht dir gut. Als die Löwen angriffen, hat Gott mich gerettet. Er sandte einen Engel, um ihre Mäuler zu verschließen. Die Löwen haben mich nicht verletzt, weil Gott weiß, dass ich nichts Falsches getan habe. Und ich habe euch nichts Böses getan, o König.
Daniel, ich bin so froh. Und ihr nennt euch selbst weise Männer? Schafft sie fort! Das war ein furchtbarer Plan. Schau mich nicht an, das war deine Idee. War es nicht. War es doch. König Darius schrieb einen Brief an jedermann in der Welt. Frieden und Glück für alle. Von nun an wird jedermann Daniels Gott respektieren. Er ist mächtiger als alle anderen Götter, denn er wirkt Wunder, um Menschen zu schützen und zu retten. Daniel arbeitete weiterhin für König Darius und blieb Gott immer treu. Und Gott segnete ihn für den Rest seines Lebens.